Wir freuen uns sehr, die heurige Mai Ed Award Gewinnerin auch heute hier schon begrüßen zu dürfen. Laura Bräutigam. Großen Applaus. Laura, nicht wundern, ich stehe da hinter dir und gebe dir gleich das Mikrofon weiter. Was bedeutet es für dich, heute hier zu sein und was bedeutet es für dich, diesen Award zu gewinnen? Also erstmal bin ich sprachlos, vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass ich eingeladen werde und bin natürlich sehr gerührt. Das ist, bedeutet mir wahnsinnig viel und ja, weiß gar nicht, womit ich das verdient habe und bin unglaublich glücklich, hier sein zu können und genau. Du bist ja, aber lass du ihr das Mikro noch, du bist ja durch eine schlimme Sache gegangen und es haben uns auch wahnsinnig viele gesagt, du bist so ein Vorbild für viele junge Frauen. Fühlst du dich selber auch, erzähl uns mal ganz kurz dein, wie war das für dich von quasi gar nichts auf runter und jetzt zum Glück, wie ich sehe, weil du schaust fantastisch aus, wieder rauf. Ja, es war natürlich letztes Jahr im Februar, als ich die Diagnose bekommen habe, ein wahnsinniger Schock. Ich habe damit nicht gerechnet und war natürlich dann, ich weiß nicht, was man da sagen soll, man sagt erstmal gar nichts, man ist komplett sprachlos. Wir sind dann mit meiner Familie zusammengesessen und meine Familie ist ein Haufen von sehr starken Charakteren und wir haben alle beschlossen, dass wir das zusammen schaffen, weil eine Wahl hatten wir eh nicht. Und dann haben wir Gas gegeben und ich hatte immer meinen Papa, also am Anfang dabei, weil er ist, was er kann, ist unglaublich beruhigend sprechen. Also es ist egal, was passiert, ich würde immer ihn anrufen, wenn sowas ist. Und genau, und dann hatte ich meine Mama und meinen Freund immer an meiner Seite und wir sind da durch. Und ich bin einfach der Meinung, dass die Einstellung gegenüber dieser Sache auch eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt, weil auch danach, wenn man dann gesund ist, dann soll man auch damit irgendwie abschließen. Und klar, es ist irgendwie ein Teil deines Lebens und der ist auch einfach da. Aber ich denke, es ist vielleicht auch ein Zeichen. Für mich war es ein Zeichen, will ich mein Leben so leben? Habe ich wirklich, mache ich das, was ich machen will? Und auch einfach sich auf die Dinge zu fokussieren, die man vielleicht wirklich machen möchte, um dass man auch einfach ein glückliches Leben führt und jeden Tag genießen kann. Man hat ja auch viel, wenn man die Medien verfolgt hat, du warst natürlich viel auch in den deutschen Medien, es ist natürlich von dieser Glitzerwelt Germany's Next Topmodel, obwohl das natürlich davor war, ist das dann so richtig, dieser Absturz, wo dann die Leute gesagt haben, das muss man mal verkraften aus der Glitzerwelt auf diesem Boden der Realität, war das für dich dann doppelt schlimm oder hast du gesagt, es wäre so oder so eine Katastrophe? Ja, auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, für jeden Menschen eine Katastrophe, egal woher er kommt und egal, was er gemacht hat davor. Ich denke, das ist für jeden gleich schlimm und es ist vielleicht nach außen, also ich habe mich da dann relativ aus der Öffentlichkeit rausgezogen erstmal. Ich bin jetzt erst wieder in die Öffentlichkeit gegangen mit der Geschichte, eben auch nicht wegen der Publicity, sondern weil ich schreibe ein Buch momentan und da ist es mir ganz arg wichtig, dass ich versuche mit der Reichweite, die ich damals hatte, einfach viele Leute zu erreichen, dass sie auch wissen, wie geht man durch, was macht man danach, was ist unglaublich wichtig, um gut durchzukommen und vor allem danach gesund zu bleiben. Wie geht's mit dem Buch? Das wollte ich nämlich fragen. Du schreibst daran. Wann dürfen wir es erwarten? Wie schaut's da aus? Also die Deadline ist auf jeden Fall im Mai. Es ist fertig, geschrieben und dann, sobald wir alles organisiert haben, kommt es dieses Jahr raus. Es ist auf jeden Fall, bis Mai muss es fertig sein, ganz wichtig. Und wie wird es heißen, dass wir es dann gleich wissen? Hast du schon einen Titel oder wird der noch überlegt? Es wird noch überlegt, es ist noch nicht ganz sicher, aber es steht schon fast. Super, vielen herzlichen Dank. Dankeschön, dass du da bist.